Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Mel Rentmeister und ich bin intuitive Beraterin und Coach. Und heute darf ich mit dir die Energien für Mai 2022 teilen, das, was in den nächsten Wochen energetisch vor uns liegt. Wie immer darfst du das, was mit dir in Resonanz geht, nehmen. Das, was für dich nicht stimmig ist, darfst du lassen. Es ist wichtig, dass du da selber auf dich hörst. Ich werde mit dir teilen, was ich wahrnehme aus dem kollektiven Feld, also global. Und das wird für viele, viele im Privaten auch zutreffen, im persönlichen Leben. Und da werde ich dir auch zeigen, inwieweit das eben dich persönlich betreffen kann. Das große Thema, das ich wahrnehme für Mai 2022, ist das Schlagwort Kontrolle. Und ganz viel wird sich rankeln um diese Thematik jetzt im kommenden Monat. Wir werden sehen auf globaler Ebene, dass der Wunsch nach Kontrolle sehr stark sichtbar sein wird. Und Kontrolle auszuüben, Kontrolle an sich zu nehmen, ist eine Thematik, die auch medial überall sichtbar sein wird, nach meinem Empfinden. Und gleichzeitig ist es aber auch eine der größten Illusionen, die wir hier so haben. Ja. Und das Thema mit der Kontrolle auch in unserem Leben, wenn wir uns jetzt zum Beispiel ärgern oder wenn uns das traurig macht zu sehen, wie viel Kontrolle gewisse Wesen, gewisse Mächte, gewisse Regierungen ausüben auf deren Bevölkerung, auf andere Bevölkerungen, auf unterschiedlichsten Ebenen, dann kann das bei uns eine Reaktion auslösen. Ja? Innerlich, oft eben mit Traurigkeit, mit Wut, mit einem Gefühl von Ungerechtigkeit und eben auch Ohnmacht. Und wenn es um Kontrolle geht über etwas oder jemand anderen, dürfen wir für uns bewusst sein, was für eine Art von Energie dahinter steckt. Denn wenn ich, und das gilt jetzt für uns im Privaten auch, wenn ich gerne jemand bin, der die Dinge unter Kontrolle hat, und da gibt es viele von euch, wenn ich gerne jemand bin, der die Dinge unter Kontrolle hat und nicht gern die Fäden aus der Hand gibt und gern auch vorausplant und so alle Eventualitäten irgendwie weiß und weiß, ich kann auf alles reagieren, dann habe ich auch schon erlebt, dass, oder hast du dann schon erlebt, wenn du so bist, dass du in manchen Situationen festgestellt hast, dass die Kontrolle, die du meintest zu haben, eben gar nicht faktisch da war und die Dinge dann doch aus dem Ruder gelaufen sind oder anders gelaufen sind. Und das ist auch das, was die Energie von Mai als Klärung mit sich bringt. Diese Thematik der Kontrolle und vielleicht auch der Beherrschung und der Manipulation ist eine Thematik, die frequenziell, also energetisch, negativ polarisiert ist. Also sprich, es ist etwas, das ja dem eigenen Selbst dienen soll. Ja, wenn ich Kontrolle will, will ich Kontrolle über etwas oder jemanden, sodass der das macht, was ich möchte, dass der mir das gibt, was ich möchte. Also es geht um meine Bedürfnisse, um das, was ich will und somit will ich das im Außen manipulieren, damit ich meine Ziele umgesetzt bekomme. Ja, das heißt, es ist Dienst am Selbst orientiert, die Energie der Kontrolle. Es ist ein Mechanismus, den diese Energie von Dienst am Selbst, diese Ausrichtung hat. Und das dürfen wir jetzt aber auch bei uns im persönlichen Leben feststellen, weil ganz, ganz viele beklagen die weltweite Situation, wie sie ist, und zwar unterschiedliche Aspekte davon. Ja, weil wir einfach sehen, spüren, wahrnehmen, es ist nicht gut, so wie es gerade ist. Also es ist im Umbruch, es ist im Werden und es ist das, was bisher war, war auch nicht gut. Ja, das können wir besser. Und wie aber das Neue ist, das Bessere ist, ist noch nicht klar. Es ist einfach nicht klar für uns. Und die Kräfte, die gerne hätten, dass das, wie es bisher war, erhalten bleibt und dass sie weiter im Verborgenen agieren können, diese Kräfte haben natürlich ein Problem mit dieser Bewegung, mit dieser Vorwärtsbewegung der Energie, die sagt, jetzt bringen wir mal alles ans Licht und dann verändern wir das, was
tausende von Jahren so war. Ja, natürlich gibt es dann Chaos und gibt es dann Verwirrung. Und das sind aber auch Aspekte, sichtbare Aspekte, die uns zeigen, in welche Richtung es geht. Nämlich, ja, es gibt Veränderung. Es geht eben nicht so weiter wie bisher. Ja, es gibt Veränderung. Und dieses Thema Kontrolle, das wird sich auch noch weiterziehen. Wir haben das auch schon gespürt. Dieses Thema der Kontrolle, auch dass man uns vielleicht kontrollieren will, im privaten Bereich, wie vielleicht im größeren Bereich, und dass das nicht nur Menschen oder Organisationen, sondern ganz unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Bereiche versuchen, ihre Kontrolle auszudehnen, das werden wir wahrnehmen und das wird auch an uns zupfen oder kann an uns zupfen, ja, wenn wir gerade uns auch in dieser Schwingung befinden. Und das fühlt sich natürlich nie gut an. Wir wissen das selber, wenn jemand uns kontrollieren will, wir haben den Drang, frei zu sein. Wir möchten selbst entscheiden, ja, diese Selbstbestimmung. Und das ist aber auch wichtig, wenn wir jetzt die globale Situation anschauen, wo es Konfliktherde gibt, gerade auf der Erde, dass wir da auch nochmal in uns blicken. Denn dieses Bedürfnis, etwas kontrollieren zu wollen, auch wenn es mit noch so einer guten Intention ist, also zum Beispiel, ich möchte die politische Situation dort und dort kontrollieren. Ja, ich möchte, dass sich das ändert, weil zum Beispiel ich Mitgefühl habe mit den Menschen dort, mit dem Leid dort, mit den Schwierigkeiten dort. Ja, das heißt, mein Wunsch wäre es, das zu kontrollieren. Gleichzeitig ist aber dieses, ich möchte kontrollieren, ich möchte gewissen Gruppen sagen, was sie zu tun haben oder was sie zu unterlassen haben, was sie anders machen sollten. Diese Absicht in uns selbst erlaubt nicht für die Weisheit des erweiterten Bewusstseins, sich über alles zu erstrecken, was ist. Ja, das bedeutet, mit dieser Absicht, das kontrollieren zu wollen, haben wir dieselbe Energie wie jemand anders, der jemand anderen kontrollieren will. Ja, auch wenn es abgeschwächt ist und auch wenn es im Grunde aus Mitgefühl entsteht. Aber wir legen dann den Fokus nicht auf dieses Mitgefühl und auf diese Liebe zu den Opfern oder zu denen, die unterdrückt werden oder die kontrolliert werden, die manipuliert werden. Da legen wir dann nicht unseren Fokus drauf, sondern wir legen unseren Fokus, wenn wir diese Schwingung haben, dann auf denjenigen, dessen Verhalten wir verändern wollen, dessen Verhalten wir kontrollieren wollen. Und somit ist unser eigener innerer Zustand nicht friedlich. Unser eigener innerer Zustand ist nicht umsichtig. Ja? Und die Lösung für uns liegt zum einen darin, dass wir erkennen, jede Art der Kontrolle A ist eine Illusion, wir haben sie nie wirklich, sie ist immer nur scheinbar da. Und B, jede Art der Kontrolle ist eine Einflussnahme oder geplante Einflussnahme auf den freien Willen eines anderen. Und das höchste Gut, das wir haben, vor allem wenn wir Dienst am anderen orientiert sind, also positiv orientiert sind, lichtvoll orientiert sind, dem Licht der Liebe dienen wollen, dann ist der freie Wille des anderen immer und unbedingt zu schützen und zu respektieren. Was heißt denn das jetzt? Das heißt, anstatt dass wir uns mit dem beschäftigen, was uns nicht gefällt, was nicht mit uns im Einklang ist und das kontrollieren zu wollen, was ein hoffnungsloses Unterfangen ist, müssen und dürfen wir unsere Power, unsere Macht nehmen, die wir haben, aber nicht, indem wir sie da verpuffen lassen, weil da haben wir überhaupt gar keine Macht, da sind wir völlig ohnmächtig in diesen Versuchen, das zu kontrollieren, sondern realisieren, was ist denn meine Macht? Meine Macht ist die Ausrichtung, die bewusste Ausrichtung auf das machtvolle Licht, ja, auf die machtvolle, höher schwingende Frequenz, die mich dann verbindet mit dem, wo ich Mitgefühl habe, wo es mich hinzieht, wo ich mich verbunden fühle mit diesen Teilen der Erde, mit diesen Menschen, mit diesen Themen. Da lege ich meinen Fokus drauf und da strahle ich hin.
mit meinen guten Vibes, mit meinen Gedanken, mit meinem offenen Herzen, mit meiner erhöhten Schwingung. Da strahle ich hin und da bin ich präsent. Da bin ich. Da bin ich. Und erlaube nicht, dass das, was nicht im Einklang ist mit mir, das darf sein, es darf sein, aber dass das auch noch meine Aufmerksamkeit nimmt, sodass ich nicht wirken kann, da wo ich wirken möchte. Ich hoffe, ich erkläre das gerade verständlich. Das heißt, unser Bedürfnis, etwas zu kontrollieren im Außen, entspringt nicht aus einer natürlichen Macht des Positiven. Denn die natürliche Macht des Positiven ist eine, die nach außen strahlt. Die nach außen strahlt und somit das, was um sie herum ist, anstößt und in Bewegung bringt und in Resonanz bringt. Sondern wenn ich versuche, Kontrolle zu nehmen und über etwas Macht auszuüben, bin ich wie ein schwarzes Loch oder wie ein Magnet. Ich sauge das in mich hinein, Kontrolle und Manipulation und Machterwerb auf diese Art und Weise durch eben Dominanz über andere oder Einschränkung des freien Willens von anderen, nehme ich etwas und reiße das an mich. Das heißt ja auch, die Macht an sich reißen. Das ist auf negative Art und Weise, also negativ in Polarisierung, nicht in Bewertung, ja. Beide Polaritäten müssen, dürfen da sein. Dazu sind wir auf dem Planeten. Darum geht es auf diesem Planeten und in diesen Inkarnationen, die wir gerade haben, noch hier in 3D. Aber wir müssen selber merken, wo ziehe ich jetzt etwas in mich hinein, und dann macht es das auch eng. Ja? Aber das heißt, ich agiere mit einer negativen Polarität. Und wo strahle ich meine Macht aus? Meine lichtvolle Macht, meine helle Macht. Und das ist eine andere Art von Wirken und eine andere Art von Machtvollsein. Und du kannst selber schauen, was geht da mit mir mehr in Resonanz? Was ist da für mich stimmig? Und das ist wirklich in diesem Monat jetzt als, sagen wir mal, spirituelle Lektion auch da, dass wir in uns immer wieder gucken, wenn wir uns an etwas im Außen stoßen. Und es wird nicht aufhören. Also die Dinge, an denen wir uns reiben, die Dinge, die sichtbar werden, das geht weiter. Da brauchen wir jetzt noch einen langen, langen Atem. Auch dieses Gefühl von vielleicht irgendwie, da habe ich das Gefühl, ich muss mich schützen oder ich muss mich wehren gegen das, dass da immer mehr Einflussnahme zu sein scheint oder Kräfte zu sein scheinen, die Kontrolle über Lebensbereiche von mir haben wollen, über mich, über meine Gedanken, über das Gefühl von, ich muss mich irgendwie schützen, ich muss da in eine Abwehrhaltung gehen. Das wird noch weitergehen, denn das sind Anteile, die gerade einfach im Feld sind. Ja, das ist so. Aber nicht in die Angst gehen und nicht in die Verteidigungshaltung, sondern immer mehr in diese, wer und was bin ich wirklich? In diese Verbindung mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen Macht. Ja, also Selbstermächtigung, ein riesen, riesen Thema, Selbstermächtigung, bei mir immer, ja, eigentlich egal, um welches Thema es bei mir geht, das Thema Selbstermächtigung schwingt eigentlich in allem mit, und es ist so wichtig, denn alle Macht liegt in dir. Alle Macht liegt in uns und es gibt nur uns, es gibt keine Trennung. Alles ist eins, und in diesem Spiel der Illusionen hier dürfen wir jeden Tag, und das jetzt auch im Mai, ganz bewusst, vor allem mit der Thematik Kontrolle, ganz bewusst zurückkommen zu der Realisierung, alles ist eins, wir sind Teil eines großen Ganzen, und jeden Tag haben wir die Chance, uns zu entscheiden für positiv oder negativ, wie gesagt, ohne Wertung, für ich möchte für andere da sein, ich möchte für mich selbst da sein, für, und das meine ich jetzt negativ, also für mich selbst auf Kosten von anderen, nicht für mich selbst in Bezug auf Selbstliebe und Selbstfürsorge. Jeden Tag und eben auch mit dem, was wir global sehen, gibt es uns Menschen die Möglichkeit und die Chance zu wachsen und unsere Selbstermächtigung zu realisieren, zu leben, zu verwirklichen, umzusetzen. In der Erkenntnis,
wer was wir wirklich sind und was wir wirklich leben wollen. Was wollen wir denn hier tun? Was wollen wir denn mit unserem Leben hier bewirken? Und wenn wir sagen, ja, ich möchte gern alles hell und licht und leichter machen, freudvoll und ohne Leid, wunderbar, aber dann geht es nicht, während du dich in einem leidvollen Zustand hältst, weil du innerlich Kontrolle haben willst oder innerlich gerne Dinge im Außen anders haben möchtest. Möchtest, dass sich andere Menschen anders verhalten, auch wenn du willst, dass sie sich liebevoller verhalten, dass sie sich weniger kontrollierend oder manipulierend verhalten. Das ist alles gut und schön, aber das hält dich innerlich in diesem unfriedlichen Zustand oder friedlosen Zustand. Und somit ist es nicht dienlich, weil wenn du innerlich friedlos bist, trägst du nicht zur friedvollen Atmosphäre oder Energie bei, sondern dann hat dich die Thematik am Wickel. Ja, es ist so, und oft sind es Nuancen, wenn wir über eine Thematik nachdenken und mit jemandem mitfühlen oder mit einem Volk mitfühlen, sind es Nuancen, die uns entweder in der positiven Schwingung oder eben in der negativen Schwingung halten oder hineinführen. Und da dürfen wir immer wieder auch schauen, wo drifte ich jetzt weg ins Negative und somit unterstütze ich dann dieses Negative. Ja, womit sage ich, da sollte man halt einfach dann, also im Grunde, diese Energie, die ich eigentlich ablehne, ich kreiere sie dann plötzlich selber. Natürlich in der Hoffnung, das zu stoppen, aber nicht realisierend, was machtvoller ist, als das, dass ich zu Hause auf dem Sofa sitze und über irgendetwas grummle oder irgendwie hassvolle Gefühle oder Gedanken habe gegenüber etwas, einer Situation, die da im Außen ist. Denn wie wir tatsächlich Negativität, und das wirkt jetzt für viele, und das ist mir schon klar, wie sich's anhört, ja, es wirkt für viele wie La-La-Land, ja, aber energetisch, wenn Licht und Schatten miteinander in Konflikt sind, sage ich jetzt mal, die Macht des Lichtes ist es, Licht zu sein und nicht die Eigenschaften der Dunkelheit anzunehmen. Okay? Das bedeutet, die Macht des Lichtes ist, die Dunkelheit mit Licht und Liebe zu erfüllen, einzuhüllen, das dahin zu schicken. Weil was passiert mit der Dunkelheit, wenn Licht kommt? Ja, sie verliert an Kraft. Sie letztendlich löst sich dann auch auf, aber das ist es. Und wir müssen, das ist nicht nur metaphysisch so, es ist in unserer Welt genauso. Das heißt, genau da, wo der schlimmste Unfriede ist, genau da, wo es am negativsten zu sein scheint, da wird unser Licht gebraucht und unsere Liebe. Das heißt, unsere Waffe, wenn wir so wollen, ist unsere Liebe. Und die können wir natürlich zuerst zu denen schicken, mit denen wir Mitgefühl haben, aber dann eben auch zu denen, die Leid verursachen, die in unseren Augen nicht richtig handeln oder die unmenschlich handeln, die ihre eigenen Ziele verfolgen, anstatt über die Menschheit nachzudenken oder über den Rest der Welt. Und wenn wir da unsere Liebe, wenn wir fähig sind, da Liebe hinzuschicken und Licht, bewusst minimieren wir diese Macht. Und weil es etwas Metaphysisches ist, hört sich's an wie, lass uns mal nett über Licht und Liebe reden. Ja? Natürlich bedeutet es, wenn wir da Liebe und Licht hinschicken, egal zu welcher Situation, zu welcher Thematik auf dem Planeten gerade auch immer, egal ob im Privaten, egal ob da draußen. Aber wenn wir Licht und Liebe da hinschicken, wirklich können, ist es die Transformation, die stattfindet, oder die, es bedeutet nicht, dass sofort sich alles ändert, aber diese Schwächung des Negativen ist umso erfolgreicher, je mehr das tun. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt auch miteinander reden, weil wir denken immer, was kann ich schon ausrichten?
Aber jeder und jede Einzelne von uns kann genau das bewirken, dass die Dunkelheit geschwächt wird in ihrer Macht, wenn wir so wollen, indem wir, und zwar jede und jeder, heller strahlt. Und dann das Licht nicht für sich behält und für die, die wir scheinbar in unserem Kreis sehen und für die Aspekte, die wir für richtig und gut und lichtvoll empfinden, sondern umschließend für alles, weil wir im Bewusstsein sind, dass alles eins ist. Es gibt keine zwei, es gibt letztendlich auch kein Dunkel und kein Hell. Das gibt es nur in den Abstufungen, ja, also auch durch unterschiedliche Dimensionen. Aber letztendlich geht alles zurück zur einen Quelle, wo es das nicht mehr gibt, wo vielleicht soll man nicht sagen, wo es das nicht mehr gibt, sondern wo es alles gibt und wo alles einfach göttlich ist. Es ist alles göttlich. Und ich merke jetzt auch, was ich jetzt gerade sage, wie dieser Monat Mai das Potenzial in sich trägt für weitere spirituelle Entwicklung, weitere Persönlichkeitsentwicklung, wirklich beschleunigt, vorantreibend. Wenn wir immer wieder auch zurückkommen zu diesem, okay, was, wenn alles eins ist? Was, wenn das alles eine Illusion ist, alles ist eins, deshalb bin ich auch verbunden mit genau diesen Dingen, die ich auf jeden Fall ablehne, über die ich nicht mal nachdenken kann, ohne dass es mir schlecht wird oder ohne dass ich Schmerz spüre, der physisch spürbar ist, mit dem, was in der Welt vor sich geht, mit dem, was Menschen antun. Aber wenn das auch Aspekte sind, die letztendlich zu mir und nicht zu mir als Person, sondern zu mir als göttlicher Quelle, als Teil der göttlichen Quelle gehören, wenn alles tatsächlich eins ist und alles am Ende, so wie am Anfang, es ist ja alles eins, gut ist, weil alles zunächst mal aus dem Licht kommt und die Dunkelheit nur der Gegenpol ist, aber alles kommt aus dem Licht. In diesem Wissen kann ich hier anders agieren. In diesem Wissen, in diesem Bewusstsein gehe ich anders durch meinen Alltag, gehe ich anders durch mein Leben und gehe ich anders mit den Situationen um, die sich mir präsentieren. Und deshalb nochmal zurück zur Mai-Thematik Kontrolle. Es geht nicht darum, dass wir mehr Kontrolle ausüben und das Gefühl von, ich habe darüber Kontrolle und ich kann die Dinge steuern, auch in meinem Leben, ist natürlich angenehm. Aber letztendlich ist es eine Illusion und oft wissen wir auch, dass es braucht nur eine kurze Situation, einen Verlust, irgendetwas und wir realisieren plötzlich wieder, wir haben ja überhaupt nichts in der Hand. Und es ist ein Wunder, dass die Dinge jeden Tag so normal ablaufen in unserem Leben, wie sie das tun, dass jeder noch so da ist, wie er da ist. Denn jeden Tag kann irgendetwas plötzlich komplett anders sein. Und das liegt nicht in unserer Kontrolle. Und wenn wir bereit sind, das auch loszulassen und anstatt das Bedürfnis der Kontrolle zu nähren, zu sagen, ich gebe mich hin dem Bedürfnis des Vertrauens, Vertrauen ins Leben. Und ich weiß, damit haben viele Schwierigkeiten. Aber je mehr wir erkennen, was wir sind, desto einfacher fällt es uns, dem Leben zu vertrauen, der Führung zu vertrauen, also unserer geistigen, unserem höheren Selbst, ja, der Quelle, unseren Helfern, wie auch immer ihr das nennt. Ja. Je mehr wir da reingeben, uns bereitwillig hineingeben in dieses Vertrauen, desto mehr merken wir auch, dass darin viel mehr Kontrolle liegt, dass darin viel, viel mehr Ordnung liegt als in diesem Chaos. Ja, da liegt eine ganz andere Organisation, aber das geht nicht, da können wir nicht mit dem Verstand hin, das geht mit unserem Vertrauen und dazu müssen wir uns öffnen und bereit sein. Okay. Das ist es jetzt für Mai, was ich mit euch teilen darf. Und ihr dürft mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob das mit euch in Resonanz geht oder auch am Ende, wie ihr diese Schwingungen, wie ihr diese Themen erlebt habt. Und meine Aufforderung ist einfach dieses, wenn ihr merkt, Thematiken kommen auf euch zu im Außen, die euch das Gefühl geben von Machtlosigkeit, Ohnmacht und eben nicht Kontrolle,
Und oft sind es dann Themen, wo andere Kontrolle ausüben. Dann erinnert euch daran, was macht das jetzt in mir? Und will ich wirklich weiter diese Energie nähren, dieser Ohnmacht oder diese, ich will stattdessen noch mehr Kontrolle haben? Oder begebe ich mich hinein in dieses, wer und was bin ich? Wisst ihr was? Ihr kriegt von mir mehr Licht. Wisst ihr was? Ihr kriegt von mir mehr Liebe. Ihr kriegt von mir mehr Mitgefühl. Ihr kriegt von mir mehr High Vibes von oben. Ja, lasst euch bestrahlen von der liebevollen Sonne, energetisch gesehen. Da schicke ich, schicke das dahin. Und das ist meine Antwort auf das, was gerade da ist. Und in diesem, ich löse mich davon, die Dinge kontrollieren zu wollen. Stattdessen besinne ich mich auf meine wahre Macht, die ich habe. Wir sind göttliche Schöpferwesen. Wir haben diese Macht. Wir haben diese Macht. Lasst sie uns nutzen. Lasst sie uns nutzen. Und nach werden wir auch sehen, das, was jetzt da so spirituell und metaphysisch klingt, ja, schickt da mal Licht und Liebe hin, aber letztendlich ändert sich nichts. Wir werden sehen, das wird die Veränderung bringen. Ja, wir wissen nicht, wie viele Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte das Ganze dauert und wie es sich entfaltet. Und ich weiß, manche von euch sagen jetzt Jahrhunderte. Es spielt gar keine Rolle. Das Einzige, was wichtig ist, ist, wie wir das heute leben. Und je stärker wir das leben und tun können und unsere Macht ausleben, indem dass wir eben Licht und Liebe senden, sind, strahlen, ausstrahlen, in unseren Begegnungen, in allem, desto schneller geht's auch. Denn das ist wahre Macht. Und damit, ja, damit verändern wir den Planeten. Das ist, ich möchte sagen, das ist Fakt, ja. So ist das, so funktioniert das. Und das sind nicht nur schöne rosa-rote Worte. So wird es stattfinden. So ist es. Also, lasst uns lichtvoll sein, lasst uns liebevoll sein, lasst uns weise sein und lasst uns überall da, wo noch Dunkelheit ist, dieses Licht hinschicken. Nicht in Verurteilung, sondern in Annahme, in Mitgefühl, in Liebe. Denn alles, was im Schatten ist, hatte einen Weg dahin. Und oft ist dieser Weg sehr schmerzvoll. Und wenn wir uns verbinden können mit diesem Mitgefühl zu diesem Weg, den dann die Menschen, die gerne auf der Schattenseite stehen, die gerne andere manipulieren, die einfach das Dunkle auch gerne leben, ja, wenn wir sehen, der Weg, der dahin geführt hat, dann können wir das auch verstehen. Dann können wir verstehen, dass da, wo sie sich jetzt befinden, dass das für sie angenehmer ist als der Weg, der sie dahin geführt hat. Allgemein gesprochen jetzt. Ja, und manchmal hilft es uns, vor allem den Sensiblen, zu sagen, ich kann mich mit dem Schmerz, den vielleicht jemand erlebt hat, auch über Lebzeiten hinweg, so dass er negativ polarisiert wurde oder sich dafür entschieden hat, okay, ich bin jetzt derjenige on top, ich bin jetzt derjenige, der andere unterdrückt, ich bin jetzt derjenige, der nur noch nach sich guckt. Die sensiblen Seelen können sich gut dann vielleicht mit diesem Weg dahin verbinden und da Mitgefühl dafür empfinden. Nicht mit dem Endresultat und was sie jetzt da an ausgeübtem Verhalten sehen, sondern mit dem, was dahin geführt wurde und somit verbunden bleiben und somit nicht ins Urteil gehen. Ja, vielleicht hilft es dir ja auch. Es rechtfertigt nichts, es macht nichts besser, aber nur unser Licht, unsere Liebe und unsere Annahme und Mitgefühl und unser Einheitsbewusstsein letztendlich wird die Transformation bringen. Ja? Okay, damit lasse ich uns in diesen Tag. Ich wünsche uns allen einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.